Da ist er ja. Wähle einen Namen für deine Tochter. Meine Tochter? Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Und Hanuta hat geworfen. Und unser erstes Kind ist eine Tochter. Ja, okay, anscheinend spiele ich dann, wenn ich sterben sollte, mit einer Frau weiter. Ey, warum nicht? Ich muss mir jetzt nur noch einen Namen aussuchen. Raglava klingt sehr exotisch. Ich glaube, das nehme ich. So. Na schön. Top. Hallo. Bin so glücklich, wir sind wirklich gesegnet. Top. Und wir haben Sommer. Und schon hier an meinem Kirschbaum sieht man ganz gut, dass es Ernte gibt. 24 Kirschen habe ich allein von meinem Kirschbaum bekommen. Ja, ich würde sagen, wir machen das auch gleich. Wir ernten die Kirschen. Vorher werde ich mal ganz kurz nochmal auf die Felder schauen. Haben wir alles aus dem Frühjahr übernommen? Hat da alles geklappt und so? Und ich werde ein bisschen Baumaterial hier los. So, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Also, hier können wir Flachs ernten mit der Sense. Theoretisch. Das Feld für Roggen ist wieder gedüngt. Wieder ready. Hafer ist gesät und wächst. Kohl können wir ernten. Karotten können wir ernten. Top. Und das Wichtigste ist, wir haben ein Riesenfeld mit Weizen. Wir müssen zwei Sachen reparieren. Einmal den Feldschuppen und einmal den Schweinestall. Das werde ich jetzt nochmal machen, bevor irgendwas hier passiert. Weil irgendwie wird mir beim Schweinestall angezeigt, dass wir keine Tiere mehr haben. Aber ich glaube, das ist, weil die in dem Schuppen einfach nicht keinen Unterstand gerade finden. Wisst ihr, was ich meine? Nehmen mal ein paar Stöcke und ein bisschen Stroh mit und dann sollte das reichen zum Reparieren. Okay. Repaired. Es ist halt so dumm, dass ich eigentlich die Flechtwände nicht alle auf 100% klopfen kann. Also hier könnte mir doch anzeigen, drei Stöcker und ich kann das auf 100% machen. Nee, ich muss warten, bis es kaputt ist. Macht das Sinn? Das ist doch dumm. Apropos Sommer, wir können ja auch nochmal in die Verwaltung reingucken. Ja, wir haben jetzt sehr viele Hennen, einen Hahn bei den Hühnern und wir haben zwei neue Küken, zwei Hähne. Bei den Schweinen hat sich nichts getan. Bei den Eseln haben wir jetzt ein neues männliches Fohlen. Das ist gut. So, und dann werde ich mal den Feldschuppen reparieren. Okay. Können die jetzt erstmal ihren Job tun? Und ich gehe jetzt Kirschen ernten. Mal sehen, wie viel wir jetzt rausbekommen. Ich habe die 24 Kirschen, die ich auch von meinem Baum habe, noch im Inventar. Und wir gucken jetzt mal. Also wir zählen tatsächlich und werten dann mal die Ernte aus. 18. Ja. So. Ich habe jetzt alle Kirschen geerntet, die wir hier im Dorf haben. Also alle Kirschbäume. Und wir sind jetzt bei 652 Kirschen. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Keine schlechte Ernte. Ich tue mal ein paar, ins Lebensmittellagerhaus, dass meine Leute halt auch ein paar Kirschen
probieren dürfen. Mal so 170. Könnt ihr mal probieren, wie der euch das schmeckt. Und den Rest werde ich verkaufen. Zusammen mit noch so ein paar anderen Sachen, die wir hier gerade nicht loswerden. So, ab auf den Esel. Und rüber zum Flussdorf. Ich nehme mal diesmal diesen den Bergpfad oben an unseren Häusern vorbei. Ach, deshalb, der Schweinestall hat einfach keinen Mitarbeiter, weil da jemand schwanger geworden ist. Das ist interessant. Geh mal du als Scheunenknecht, als Tierzüchter da rein. Wir haben leider auch keinen, der gerade frei geworden ist, weil das Kind schon 2 Jahre alt ist. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Oh, was haben wir da? Ist das ein Lootspot oder ist das die Mine von dem Dorf? Also ich kann hier nichts, kann hier leider nichts klauen. Also wird das die Mine von dem Dorf sein. Oder von irgendeinem Dorf. Also einfach eine schon besetzte Mine. Oh. Boah, das war ein krasser Unfall. Ich habe jetzt kurz gedacht, mein Esel ist tot. Nee, er lebt noch. Okay, also keine Offroad-Action mehr. Oh, it's you again. So, kauf uns mal die ganzen Eier ab. Wir machen ja echt viele Eier, die wir gar nicht gebrauchen können gerade. Weil wir noch gar keine Kuchen und sowas Brot und sowas machen können. So, wir haben wieder 5200 Münzen. Sehr gut. Ich habe was vergessen, ich muss es nochmal umdrehen. Denn ich wollte ja eigentlich nochmal da gucken, bei den Leuten, ob da jemand dabei ist, den wir jetzt gebrauchen können. Schon wieder den Esel verletzt. Ja, es ist ein harter Tag für den Esel. Es wird Zeit, dass wir Pferde haben. Helmut! Helmut ist gut in Diplomatie, aber das brauchen wir gerade noch nicht. Wir haben jemanden, der ist gut im Jagen. Und sie ist gut in Diplomatie und Produktion. Das heißt... Ach, 2800 brauchen wir jetzt. Wie viel haben wir gerade? 2733. Ach, Mann. Ich guck mal, ob ich hier im Dorf schnell eine Quest erfüllen kann. Sie hat ihren Ring verloren, okay. War ein Familienerbstück. Und wir sollen den wahrscheinlich wiederfinden. Sie erzählt uns jetzt eine ganze Geschichte dazu. So, einen Ring, dich zu knechten. Geil. Finde den alten Ring oder kaufe einen von Mordormir. Und, warte mal. Ach, hier gibt's so Spots, die wir jetzt absuchen sollen. Okay. Können wir das mit dem Dings machen? Mit dem Auge des Entdeckers hier. Scheiß drauf, ich kaufe einen neuen, oder? Wer ist denn Mordomir? Es gibt auf jeden Fall 360 Dynastie. Das ermöglicht uns, 2 neue einzustellen. Also hier finde ich auch nichts. 1500 Münzen für den alten Ring haben wir jetzt bezahlt. Naja, wir haben 1500 Münzen für sehr viel Reputation bezahlt. So sollten wir das sehen. Aber zum Glück habe ich den Typen gefunden, der den Ring verkauft hat. Der den auch wahrscheinlich gefunden hat. Also wir hätten ihn wahrscheinlich auch nicht finden können. Ach so, er war die ganze Zeit in ihrer Tasche. Toll.
Also ich habe jetzt einen Ring gekauft, den ich behalten durfte, weil sie ihren in der Tasche hatte. Ah, okay, aber ich kann ihn auch für 1000 wieder verkaufen. Also der hat auch einen guten Wert, sag ich mal. Okay, jetzt können wir zumindest zwei Leute einstellen. Aber ich glaube, da war nur einer interessant, wirklich, tatsächlich. Entschuldigung. Sie. Okay. Gucken wir mal. Sie könnte jetzt theoretisch... Wir geben ihr erstmal ein Haus. Ach, sie darf in dem großen Haus leben. Komm. Sind wir ja mal nicht so. Und ich stelle sie jetzt mal ein in die Küche. So, weil sie hat eine 3 und die, die davor gearbeitet hat, hat eine 1. Also ab in die Küche. So, und sie hat jetzt eine 3 in Landwirtschaft. Das heißt, du wirst ab jetzt in der Scheune arbeiten. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen herum experimentiert, geschoben und sowas alles. Jetzt müssten wir weniger Probleme haben. Wundere mich halt noch, warum oben bei mir dann eine 3 angezeigt wird und wir aber eigentlich nur zwei Probleme haben, und zwar die zwei Holzschuppen. Ich frage mich, wo das dritte Problem sein soll. Also wenn ich jetzt in den Holzschuppen einfach sage, hier soll nichts mehr produziert werden, die sind einfach stillgelegt. So, jetzt habe ich das eingestellt. Jetzt haben wir auch keine Probleme mehr. Okay, verstehe ich nicht. Waren noch eigentlich nur 2? Naja. Egal. So, und sie lebt jetzt in dem großen Haus von den beiden Hütten, die wir jetzt vor kurzem gebaut haben. Da gucke ich natürlich gleich mal, ob der Grabungsschuppen ein bisschen Kalkstein gefördert hat, damit wir das verputzen können. Ich meine, wir haben Sommer, aber trotzdem... sieht das Haus danach natürlich viel, viel schöner aus und die Leute kriegen einen erheblichen Boost der Zustimmung. Ist auch der erste Tag vom Sommer schon wieder fast vorbei, ne? Können wir mal gucken, was so ein bisschen auf den Feldern passiert ist. Die arbeiten ja wirklich sehr, sehr gut, ne? Also die drei, die da zusammen was machen, sind ja wirklich effizient, sehr effizient. Wir haben auf jeden Fall keinen Dünger mehr. Da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Und Kalksteine haben wir 110. Das klingt nach einem Plan. So schön verputzi-putzi. Ey, darf ich das nochmal betonen, dass das immer noch dieser eine Bronzehammer ist? Also Bronzehammer hält unglaublich lang. Das ist also krass. Hätte ich nicht gedacht. So, wir haben mit dem 110 haben wir jetzt fast auf Passgenauigkeit jetzt hier die Verputzung gemacht. Also wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel. Nee, wir haben noch 5 Kalksteine, lol. Ja, aber dafür ist das Haus verputzt und sieht jetzt dementsprechend gut aus. So, Dünger. Wurde jetzt ziemlich hart verbrannt, der Dünger. Wenn wir so gar nichts mehr haben, ist das schlecht. Mich wundert es, dass da noch kein Feldschuppen angezeigt hat hier. Wir können nicht mehr arbeiten. So, 34 Dünger. Mehr kam leider nicht raus. Und wir gucken gleich mal, was heute so passiert ist auf den Feldern. Also, Flachs wurde geerntet und wird gedüngt gerade und umgegraben wieder das Feld. Schön. Karottenernte hat begonnen. Aber so viel ist da noch nicht passiert. Weizenernte, noch nichts passiert. Okay. Also es wurde sich erstmal auf den Flachs konzentriert. Ist ja auch gar nicht so schlecht, weil Flachs bringt viel Geld. Das ist das Kostbarste, was wir anbauen eigentlich. Also Prioritätensetzung der Landwirtschaft in meinem Dorf ist okay. Dürfen die ruhig so machen. Da kann ich gleich mal ein bisschen Flachs dreschen. So,
Also mit den Flachsheimen machen wir das, was wir jedes Jahr mit den Flachsheimen machen. Also die Hälfte wird zu, lassen wir zu Leinengarn machen. Also erstmal machen wir alles zu Leinengarn. Und die Hälfte von den Leinengarn machen wir dann zu Leinstoff. Genau. Solange wir noch keine Schafe haben, ist das halt die einzige Möglichkeit, wie wir hier Klamotten und so herstellen können und irgendwelche Sachen, die wir halt so, wo wir halt so Leinschnur oder Leinstoff brauchen. Tja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir pennen. Und das war der erste Tag im Sommer. Was ich halt nochmal testen wollte, ist die Bronzesense, ne? Ja. Da kaufe ich mir gleich mal das Schemata und hack ein bisschen Steine und so. Und vielleicht kann ich das Weizenfeld selber ernten mit meiner Bronzesense und baue dadurch noch ein bisschen Landwirtschaftsskill auf. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wir brauchen auch nur Zinn. Weil von dem anderen Zeug wird sehr, sehr viel gesammelt gerade. Neues Level in Gewinnung. Aha. Da haben wir auch wieder 2 Skillpunkte. Schön. Schneller Bergbau für die nächsten 10 Sekunden. Effekt addiert sich einmal. Zusätzlich 15% Chance auf zusätzliche Rohstoffe beim Abbau von Stein, Salz und Erzen. Ja, das finde ich gut. Was ist das hier? Langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken. Eigentlich müssen wir das nehmen. Eigentlich müssen wir da hier die Eindruckpunkte reinkloppen. So 13 Bronzebarren stellen wir jetzt erstmal her. Das ist meine Ernte aus der Mine jetzt. Und dann gucken wir mal, wie so eine Sense abgeht. Was brauche ich nochmal für die... Geh mal vom Amboss weg. Komm, mach mal was anderes. Holzstamm und Stock. Okay. Ist sie da schon wieder dran? Geh doch mal weg. Komm, mach was anderes. Bronzesensor. Bin auch gespannt, wie lange die hält. Und wie viel man damit jetzt abbaut. Sieht auf jeden Fall experimentell aus, das Riesending. Oh. Alter, okay. Damit geht es auf jeden Fall viel, viel schneller. Krass. Also verliert auch ganz ordentlich Haltbarkeit, aber einfach die Geschwindigkeit. Die kriegen ja fast 5 Reihen damit weg. Also 4 auf safe, aber so fast 5 rein. Der richtige Mähdrescher. Die Sense ist mein neuer Freund. Wie viel Damage macht die? Kann ich damit Banditen köpfen? Ja, die Sense geht auch sehr schnell kaputt. Ihr seht das hier neben mir, da. Wir haben das Feld noch nicht mal... Also ich würde mal sagen, wir haben die Hälfte des Feldes und, die hat nur noch ein Drittel Leben. Oder Haltbarkeit. Die Sense. Ich glaube nicht, dass wir das ganze Feld damit mit einer Sense wegkriegen. Ich bin mir sicher, dass ein NPC mit der Haltbarkeit dann nicht so viele Probleme hat. Also, dass es da langsamer runtergeht mit der Haltbarkeit, wenn die das benutzen. Aber für mich, zum Punktesammeln hier... Boah. Aber, na gut, ein Bronzebarren, ein Holzstamm und ein Stock, ne? Jetzt auch nicht so viel Ressourcen, ne? Geht eigentlich. Viel schlimmer ist, dass ich gerade überladen werde durch den ganzen Weizen. Wir haben gerade 1000 Weizen geerntet. Seht euch rein, wie viele Körner das werden. Gott. So eine Reihe muss ich noch. Reicht bestimmt ganz knapp nicht die Haltbarkeit. Ah, ich hab's gewusst. Habe ich noch eine andere Sense dabei? Nee.
Also das Stück muss der NPC noch wegmachen. Das ist dumm. Aber Sense so erfolgreich wie erwartet. Ist ein gutes Werkzeug. Jetzt muss mal wieder ein bisschen Kupfer verbrennen. Wir haben jetzt 140 Kupfererz. Lass mich mal hier ran. Oh, it's you again. Nein, see you around. Ich will nicht mit dir reden. Ich will fast 70 Kupferbarren brennen. Ja. Das Problem ist, dass wir jetzt gerade sehr viele Kinder haben, die 0 sind, ne? Hier sind ein paar, die 1 sind. Dürften demnächst 2 werden und dann werden die Mütter wieder frei. Aber wir haben jetzt gerade 3, 4, 5, 6, 6 Mütter. Ich krieg Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht warum. Bin immer noch nicht ganz auf dem Damm wieder. Ne? Irgendwie erkältungsmäßig nach der Corona-Infektion. Keine Ahnung. 6 Mütter haben wir jetzt. Nee, 7. Nee, 6. Witzebora ist ja schon 3. Also 6 Mütter, die gerade nicht arbeiten. 6 Angestellte, die nichts tun. Außer mit ihrem Kind zu spielen. Und dabei ist ja selbst meine Frau gerade dabei, ne? Die war ja vorher im Schweinestall oder in der Feld oder im Feldschuppen. Warte mal, der müsste ja eigentlich im Feldschuppen jetzt was frei sein. Genau, da haben wir jetzt 2 von 4, das ist auch schlecht. Alter, wir brauchen unbedingt noch jemanden mit Landwirtschaft. Ich geh mal kurz in die Stadt. Weil wir einfach im Sommer, in der Hauptjahreszeit, wo wir Leute brauchen, einfach nur 2 in der Landwirtschaft haben. Das ist schlecht. Ja, ich habe Hunger, aber ich kaufe mir was in der Stadt. Irgendwas Schnelles auf die Hand. So ein Burger oder ein Hotdog oder sowas. Irgendwie sowas. Hätte ich auch einen Döner. Döner hätte ich auch Bock. Sind wir ehrlich, es wird nur ein Weizenbrötchen oder irgendwie so ein Stück rohes Fleisch oder so. Wir müssen sparen. Oder ich feuer mir einen ganzen Kirschkuchen rein, damit ich einfach mal weiß, wie der schmeckt. Wir haben den Stall freigeschaltet. Hör doch auf. Endlich. Das ist krass. Okay. Dann, können wir auch demnächst Pferde kaufen und so. Wie viel kostet ein Pferd? Jetzt bin ich neugierig. I can hear my stomach rumbling. Eine erwachsene Stute kostet 3770. Ein Hengst genauso viel. Also das ist tatsächlich immer noch ein teures Geschäft hier mit Pferden. Hengstfohlen kostet 3.055. Was heißt das? Wir brauchen sehr, sehr viel Geld, um erstmal ein Pärchen zu haben. Wir brauchen erst 8.000 Münzen, um ein Pärchen zu haben. Aber wenn wir erstmal ein Pärchen haben, und das hier läuft mit den Fohlen, dann verdienen wir an so einem Pferd auch richtig viel Kohle. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss jetzt erstmal was essen. Hail, friend. Ach, der hat ja nicht so wirklich was zu essen. Nur was zu trinken. Ja, gib mir 5 Salzfleisch, 6 Salzfleisch.
So, Aloha. Ihr Gesetzlosen. Ich würde gern einen von euch kaufen. Oh ja. Er hat Landwirtschaft 3. Und rote Haare. Oh mein Gott. Und er ist 18. Ich habe ihn einfach mitgenommen. So. Du kannst, kannst ja aussuchen. Wohnst du auf dem Berg? Nee, da wollen wir dich erstmal nicht haben, oder? Nee, du wohnst unten. Oder einfaches Kleid. Nee, du wohnst unten mit der 9. Und arbeiten darfst du im Feldschuppen, Digi. Aber nur Männer jetzt. Richtiger Männerjob. Wie viel Verwaltung haben wir? Wie viel Reputation haben wir noch? Könnten wir noch jemanden mitnehmen? Sie hat auch noch gute Werte. Nee, wir brauchen 3200, dachte ich mir schon fast. Wir brauchen mehr Reputation. Reputation. Wie teuer ist so eine Kuh? Auf jeden Fall nicht so teuer wie ein Pferd, Alter. Pferd ist ja wohl das teuerste Tier, was du kaufen kannst. Oh, krasser Unfall. Ja, wir müssen darauf achten, dass wir nicht so viele Unfälle bauen. Ich find's auch super. Eigentlich, aber das geht ja bei meinem Feld nicht. In der einen Jahreszeit ist hier Getreide angebaut, in der nächsten Jahreszeit sind nur noch diese Heuhaufen hier. Also, das wäre super, aber wenn ich so einen Heuhaufen setze, bleibt der halt das ganze Jahr lang über da. Also, es sieht von der Dekoration her super aus. Aber wenn wir jetzt ein... Alter, was ist denn los heute? Bin ich irgendwie besoffen oder so? Ich mache noch meinen Esel kaputt. Ich muss den noch verkaufen, weil ich will jetzt Pferde kaufen. Siehst du, das müssen wir auch mit einrechnen, ne? Wenn wir jetzt Pferde haben, würde ich alle Esel abstoßen. Brauchen wir nicht mehr. Und den Platz, da wo der Eselstall ist, würde ich halt jetzt auch für den Pferdestall nutzen. Wisst ihr, was ich meine? So, Anlauf und zack. Ich hab's reingeschafft, nur der Esel nicht. Ja, probieren wir gleich nochmal. Aber der Esel hatte zu wenig Ausdauer zum Springen. Und hopp. Oh, sehr gut. So, ihr kleinen Jungs und Mädels. Ich würde sagen, bevor wir aber jetzt den Eselstall abreißen und dann heftigen Pferdestall hinknistern, würde ich sagen, war es das mit dieser Folge mit Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Den Like und den Kommentar unter das Video zu setzen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.